Hallo und willkommen zu einem neuen Video. WoW Classic wurde ein weiteres Mal angekündigt, jedoch mit einigen Änderungen und Anpassungen. In diesem Video gehen wir alle bereits bekannten Infos durch und fassen euch diese in nur wenigen Minuten zusammen. Anschließend hört ihr noch unser Fazit. Wenn euch das Video gefällt, lasst uns doch super gerne direkt einen Daumen nach oben sowie ein Abo da. Schreibt uns zusätzlich unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß beim Video. Here we go again. Blizzard hat vor kurzem einen Bluepost veröffentlicht, in diesem offiziell die World of Warcraft Classic Season of Mastery angekündigt wurde. Ein neuer Start in die alte Welt, welcher ebenfalls wieder die altbekannten 6 Phasen mit sich bringt. Zeitlich gesehen ist hier die größte Änderung, dass das Ganze nur ca. 12 Monate andauern soll und demnach die jeweiligen Phasen deutlich schneller erscheinen. Rechnerisch dürfte somit alle 2 Monate eine neue Phase kommen. Außerdem werden das PvP-System sowie die Schlachtfelder ab Phase 1 im Spiel sein. Die Beta für Classic Fresh soll allgemein am 5. Oktober starten. Für die einen der größte Segen, für die anderen ein riesiger Fluch, die World Buffs. Auf den neuen Classic Servern wird es diese nicht in den Raids geben, da sie schlicht und ergreifend in den Schlachtzügen deaktiviert werden. Ob dort auch Buffs wie zum Beispiel Liedblumenserenade oder auch im Englischen Songflower sowie die Dunkelmond-Jahrmarkt Buffs mit dazu zählen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Das Debuff-Limit von 16 Slots auf den Gegnern bzw. Bossen wird entfernt. Somit können zum Beispiel endlich Jäger ihren Schlangenbiss, Hexenmeister und Schattenpriester ihre Dots oder auch Schurken ihre Gifte verwenden, welche Schaden über Zeit verursachen. Das sowie die fehlenden World-Buffs könnten die Meta der Schadensausteiler in Raids etwas durcheinander bringen, zumindest die mancher Klassen. Das Leben der Bosse soll erhöht werden. Außerdem werden alte Boss-Mechaniken wieder ins Spiel finden, welche damals mit den aufsteigenden Patchständen entfernt wurden. Was sich genau dahinter versteckt, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Wir vermuten allerdings nicht, dass es große Auswirkungen auf die Kämpfe haben wird und somit so gut wie alles Tank and Spank bleiben wird. Vor allem in den ersten Raids. Wir lassen uns da aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Die Geschwindigkeit des Levelns wird erhöht. Genauer gesagt soll die Questerfahrung deutlich nach oben geschraubt werden, sodass es sich ähnlich anfühlt wie in The Burning Crusade. Ob das nun reicht, den ganzen Boost-Magiern einen Strich durch die Rechnung zu machen? Vermutlich nicht. Allerdings hat Blizzard in einem weiteren Bluepost geschrieben, dass die Probleme ihnen durchaus bewusst sind und sie mit diversen Anpassungen etwas dagegen tun wollen. Es wird jetzt allerdings erstmal die Beta abgewartet, bevor die ersten Stellschrauben gedreht werden. Sind wir also mal gespannt, was passiert. Die Spawns von Erzen und Kräutern werden erhöht. Die Entwickler sagen, dass dadurch die Ökonomie des Servers etwas beständiger bleiben soll und somit keine uferlosen Preise für zum Beispiel einen schwarzen Lotus entstehen können. Ob nur die dynamische Rate der Erze und Kräuter erhöht werden oder sogar komplett neue Spawnpunkte erschaffen werden, bleibt abzuwarten. Die Versammlungssteine der jeweiligen Dungeons kommen ins Spiel bzw. werden, wie auch schon in TBC, aktiviert. Dadurch ist es möglich, mit nur 2 Spielern die restliche Gruppe ranzuporten. Auch hier vermutlich wieder Fluch und Segen zugleich. Definitiv ein riesiges Quality of Life Feature, jedoch auf Kosten der Spielwelt, da sich diese dadurch kleiner und nicht ganz so lebendig anfühlen wird. Klingt ja im ersten Moment alles ganz nett. Zumindest für die reinen WoW-Vanilla-Enthusiasten, die das Ganze nochmal erleben wollen bzw. in der ersten Runde noch nicht mitgemacht hatten. Wobei das alles natürlich auch etwas Magengrummeln hinterlässt. Viele Fragen stehen einfach noch offen. Wird endlich was gegen die Bots gemacht? 12 Monate Classic ist das Paradies für jeden Goldseller. Erscheinen die Gegenstände zum Release wieder aus der Version 1.2 oder werden diese nach und nach phasenabhängig abgegradet? Reichen 12 Monate aus oder schreckt das jeden Spieler ab, der nicht von Sekunde 1 mitspielen kann? Was passiert eigentlich mit den Charakteren nach den 12 Monaten? Kommen diese dann auf den Era-Server oder werden diese dann gelöscht? Wird hier wirklich was gegen die Booster unternommen? Außerdem sind Dinge wie erhöhtes Leben der Bosse sowie ein World-Buff-Verbot schön und gut. Ob das wirklich das Problem löst? Eher bringt es ein weiteres hervor. Hybridklassen wie Moonkin-Druiden, Elementarschamanen oder Schattenpriester werden dadurch noch weiter in die Röhre schauen. Umso länger der Kampf geht, umso größer die Chance umzugehen. Von Vergelter-Paladinen ohne World-Buffs mal ganz zu schweigen. Waren schon in der ersten Version der Neuauflage diese Hybrid-Specs nicht gerne gesehen, so werden diese noch weniger bringen. Eine Idee wäre natürlich, die Talentbäume etwas anzupassen oder noch einfacher, die aus dem TBC Pre-Patch zu verwenden. Man könnte eventuell sogar so weit gehen, dass man ab Level 1 schon Talentpunkte bekommt und nicht erst ab Stufe 10. Dadurch wird jede Klasse und jeder Spec so gesehen halbwegs nützlich und man hätte allgemein etwas mehr Spielraum für die Gruppen- und Raid-Gestaltung. Andernfalls sehen wir es jetzt schon kommen, dass der Schrei nach Meta noch größer wird, als er damals schon war. Zumindest, wenn überhaupt keine Klassenanpassungen kommen sollten. Eventuell ist genau dieses Thema auch was für die zweite Season der Classic-Reihe. Sollte es Neuigkeiten geben, erfahrt ihr es auf jeden Fall bei uns auf dem Channel. Schreibt uns gerne mal eure Meinung zu dem Ganzen in die Kommentare und lasst uns, falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben sowie ein Abo da.
In diesem Sinne, viel Spaß in Classic und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.